Das ist die Trainingsstätte der Rockets im Fit-In in Elxleben. Hier werden in wenigen Augenblicken Basketballer, Orchestermusiker und Zuschauer gemeinsam Musik produzieren. Music in Motion heißt das Ganze und wird, zumindest heute, von Dirigent Russell Harris geleitet. Aber mal ganz ehrlich, was genau ist hier los? Ja, eine Probe und eine Premiere sogar, weil heute treffen sich zum ersten Mal, allerersten Mal auf dem Spielfeld der Basketballer der ersten Bundesliga, der Rockets und unsere Musiker der Thüringer Philharmonie. Nicht nur sie, sogar die Rollstuhl-Basketballmannschaft der Thüringer Bulls und die Rollikids sind mit dabei und wir werden begleitet von dem Musikwerk Erfurt. Das ist eine Musikschule und der Pädagogen, die mit uns das erste interaktive Konzert gestalten und den ersten großen Drum Circle, wo wir alle gemeinsam spielen. Music in Motion ist also ein gemeinsames Projekt der Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach, dem Musikwerk Erfurt und der Rockets. Dabei werden Kinder und Jugendliche musikalisch und sportlich gefördert. Ein weiterer Bestandteil ist das Netzwerk Freiklang, wodurch Menschen aus allen Schichten Zugang zu Musik gewährleistet wird, ob nur zum Hören oder auch zum Selbstspielen. Und der dritte Part sind natürlich gemeinsame Events wie diese. Es ist ein spannendes Projekt, auch für uns vom Musikwerk. Und heute mit dem Kickoff ist uns, glaube ich, doch schon gelungen, auch zu zeigen, wohin die Reise gehen soll. Was genau ist denn Ihre Aufgabe bei dem Projekt Music in Motion? Ja, wir sind da und betreuen die Drum Circuits. Ein Drum Circle, kurz zur Erklärung, ist eine Trommelimprovisation, die wir versuchen, rein nonverbal zu leiten, also ohne was zu sagen, mit Teilnehmern, die jeden Alters sind und auch völlig unabhängig davon, ob die schon mal getrommelt haben oder nicht, sondern einfach gemeinsam Musik machen und unsere Aufgabe ist es dann daraus irgendwie einen gemeinsamen Rhythmus, ein Gefüge zu bilden. Wenn auch noch in den Kinderschuhen, hat das sehr gut funktioniert. Profis und Nachwuchsspieler der Rockets, das Publikum und natürlich die Rollstuhlbasketballer der Thüringer Bulls, die hier in Elxleben eigentlich zu Hause sind, haben am Schlagwerk mitmusiziert. Das ist selbst für die Profimusiker etwas Besonderes. Nein, zum ersten Mal im Sporthalle zu spielen, ja. Und ich finde das so cool, solche Gelegenheit, dass wir also überhaupt, dass wir haben drauf, ja. Und treffen und es wird interessant. Haben Sie die Basketballer schon mal kennengelernt? Ja, mein Sohn ist am Arnoldi-Gymnasium in der B-Klasse. Die machen ja auch mit, heute zwar nicht, weil Schulferien sind, aber generell sind die ja auch mit dabei. Im Gotha-Arnoldi-Gymnasium fand bereits eine Veranstaltung statt, bei der Stefan Resch vom Musikwerk Drum Circles und Basketballklänge vereinte. Das hat übrigens ganz ähnlich ausgesehen wie hier. Hand aufs Herz, sowas jemals schon gemacht mit so einem Orchester? Nee, absolut nicht. Ich glaube, keiner von uns. Hat es denn Laune gemacht? Ja, war auf jeden Fall richtig cool. War halt mal was anderes. Auf jeden Fall hier dieser Drum Circle. Man hat, glaube ich, auch in den Aufnahmen gesehen, dass wir alle ziemlich Spaß hatten. Ja. Die Anfänge dazu liegen schon 3 bis 4 Jahre zurück. Als Frau Boschewitsch und ich wir uns kennengelernt haben, dachten wir, es ist doch eine tolle Sache, wenn man irgendwie Philharmonie, Musik mit Sport, mit Bewegung kombinieren könnte. Angefangen bei Jugendlichen bis zu den Erwachsenen, Themen, wie kann man Leute integrieren. Also es war schon, wir wollten Jugendcamps durchführen. Dann kam der Umzug nach Erfurt, das Ganze stagnierte. Und jetzt, als Frau Boschewitz sich da beworben hat für dieses Projekt, kam sie wieder auf uns zu, ob wir Partner sein möchten. Und wir waren natürlich begeistert, das auch durchzuführen. Und der Tag heute hat mir sehr gut gefallen. Es war so eine Art Kick-Off-Veranstaltung. Und ich denke, das lässt auch viel hoffen. Es wird auch viel folgen. Höhepunkt von Music in Motion ist ein interaktives Konzert am 7. Dezember 2018 in der Messe Erfurt.